meiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo miteinander, herzlich willkommen zur Nachvorsehung. Die einen oder anderen, die hatten ja, die meine Videos verfolgen und zuhören, die haben ja schon mitgekriegt, dass es schon ein bisschen, naja, ihr werdet wieder sagen, angepisst war, aber ich habe halt die Glaskugel ein bisschen befragt und mir war dann schon klar, dass wenn ich euch das zeige, dass dann eben wieder Gegenkraft kommt oder wie man sie nennen mag, ist auch normal, kenne ich seit 10 Jahren, alles gut, ne? Und ich will euch das jetzt mal zeigen, warum es so ist, wie es ist. Mal, also ein kleines Stückchen, ne? Natürlich, den Rest müsst ihr selber gucken. Und zwar hatte ich, wann war denn das? Fragt mich jetzt nicht. Vor 3 Tagen, also am 17.03. hatte ich abends einen Kommentar gekriegt von Kado, ich kürze das jetzt mal ab, Kado RV3GJ. Und da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und da war ganz cool und da dachte ich mir, komm, für den, er hat mir auch geschrieben, dass er gebastelt hat. Also ich habe erkannt, dass er nicht hier, sondern dass er was gemacht hat. Ne? Kado, das erkenne ich, wenn ich anhand, was die Leute schreiben, weil ich eben schon sehr viele Jahre dabei bin. Ne? Und habe auch schon alles gesehen und gehört. Und, naja, außer Pferde kotzen sehen, das muss man noch angucken. So, und da habe ich gesagt, pass auf, ich mache mal schnell die Cam an, weil ich war gerade am Video schneiden hier, dieses Action-Verfriedwicklungsexperiment. Und irgendwo seht ihr unsere Konversation oder irgendein Video, müsst, ne, wenn euch das interessiert, das suche ich jetzt nicht raus, mir egal. Auf jeden Fall, liebe Grüße, Kado, bleib dran, ne, das ist, vielleicht hilft dir das Video auch nochmal, um besser zu verstehen, allgemein für alle. Ne. Wie gesagt, da habe ich schnell ein Video gemacht, ich hatte vor, ich bin, wie nennt man das, geschichtlich nicht so gut aufgestellt in meinen eigenen Sachen. Ne? Also vor einem Monat oder ich habe ich angefangen, ungefähr, ne, die Videos von wegen Schuldief komisch und die Wicklung und bla, ne, wer da dabei ist, der weiß es, dass ich da vermutlich, also was heißt vermutlich, ich weiß, dass ich da was entdeckt habe. Ne? Ihr denkt ja noch vermutlich, ist auch nicht schlimm, ist klar, ne, dass wird auch noch ein Stückchen dauern, ist unbekannt. Guck mal, ich habe damals, ich war da einer, der den RMF nach Deutschland gebracht hat, sag ich mal, oder in die Welt, sagen wir mal, ein bisschen Werbung gemacht, gebaut hat in der René, ne, das erfunden habe ich nicht. Aber, und da habe ich auch schon gemerkt, das dauert Jahre, bis das ja, allgemein wird, sag ich jetzt mal, oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. So, und ich will euch einfach mal zeigen, was die Gründe dafür sind, warum das so lange dauert immer. So. Und zwar, wie gesagt, habe ich schnell das Video gemacht, ich hab ihm geschrieben, ich zeige dir mal schnell, ich mache mal schnell so die Sachen ein Update, was ich vor einem Monat mal gezeigt habe. Wie gesagt, da müsst ihr mir halt loben, dass ich nicht zwischendurch die Batterien lade oder so. Ihr könnt es aber auch selber testen. Ne? Und da habe ich ihm halt nochmal gezeigt, dass die Ampermessung, das sage ich ja auch hier nochmal in dem Video, also könnt ihr euch gerne mal das Video auch nochmal angucken, ist sehr wichtig, dass normalerweise umso weniger Ampere, ich krieg's nicht raus, Jungs, weil es Lügen sind, weil es einfach Dingschiss ist, Digga. Okay, liebes Gehirn, wir müssen das nur wiedergeben, das ist nicht die Wahrheit, wir wollen es nur wiedergeben. Also umso mehr Ampere ein Verbraucher verbraucht, umso schneller fällt die Batterie. Ja, das stimmt nicht. Na, ihr habt ja gerade gesehen, wie ich gestottert habe. Weil ich weiß, dass es nicht stimmt. Ich weiß es, ich habe es getestet. Hier geht es nur noch darum, das in die Welt zu bringen und den anderen Leuten zu erklären. Ich weiß es, das wissen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ne? Ich dachte erst, das wissen viele, aber umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, stelle ich fest, hat halt keine Ahnung. Ne? Die schreiben halt alle ab, keiner macht irgendwelche Experimente. Ist auch eine Anrede, ich habe es gemacht für euch. Ich habe auch ein Experiment mir ausgedacht und bla bla bla. Das ist nicht, was ich gemacht habe, Jungs. Da reden wir von 2 Jahren, das kann ich eigentlich nicht. Weiß ich nicht, wie ich das in ein Video, das ist unmöglich, mein ganzes Wissen in ein Video zu packen. Das geht einfach nicht. Ne? Wenn, dann müsstet ihr mir aktiv Fragen stellen. Oder wir müssten mal ein Hangout machen oder so, wo ihr euch eben mal ein paar Fragen zurechtlegt. Und dass wir dann mal ein Hangout haben, wo ihr mir alle Fragen stellen könnt und so, die ich dann alle beantworte. Und ich kann auch alle beantworten, außer die dümmlichen. Und jetzt kommen wir mal zu diesen, warum ist die Welt, wie sie ist? Also ein Teil. Ne?
So, und da hat dann, boah, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor 3 Tagen, haben ja viele kommentiert, ne? Vielen Dank für die netten Kommentare. Und dann haben wir natürlich auch wieder ein bisschen Gegenkraft. Wie gesagt, Yin und Yang, musst du verstehen, das gehört auch dazu. Ne? Und da schreibt er, erstmal, der Name Fight for the Truth, also das bedeutet auf Deutsch, Kampf für die Kampf für die Wahrheit. Ich hätte es mal Freiheit gesagt, ne? Aber das, Gottes Willen, ne? Man muss ja für die Wahrheit kämpfen. The Truth. Na, und wie ihr schon mitgekriegt habt bei den Ampere, die Truth ist eine Lüge. Und das ist halt das Problem. Ne? Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist so erstmal schwer zu begreifen. Ne? Und ihr seht aber halt schon am Name, dass er vom, also er will halt suggerieren, dass er für die Wahrheit steht oder sonst. Naja, ne? Ich habe auch schon eine Vermutung, wer das in Wirklichkeit ist, ne? Aber das behalte ich mir jetzt mal vor. So, also, erstmal interessanter Name, dann Zahlen im Name, ne? 6507. Ich meine, ich habe jetzt auch Zahlen im Namen, ich muss das aber machen, weil mein Account gehackt wurde. Ne? Ich darf mich ja nicht mehr nennen, wie ich heiße. Ansonsten ist Zahlen im Namen immer so eine Sache. Ne? Könnt ihr euch mal bei Gaming und so ein bisschen informieren. Und zwar schreibt er, als Mann vom Fach fragt man sich, was treibt der Laie da? Ne? Das ist dieses typische Wählerdeutsch. Als Mann vom Fach fragt man sich. Also da würde sich, ne? Ich meine, ich bin ja kein Lyriker und sonst was, aber naja gut. Ich schreibe auch viel Müll, ne? Aber das ist eben diese Verallgemeinerung, ne, dass man sich Mann immer aus der Sache rauszieht. Ne, das ist dann, wenn ich die Leute dann widerlege und so, dann können sie eben sagen, ja, es war allgemein bezogen. Ne? Ja. Psychologie, weiß ich nicht, erstes Semester oder so. Also absolute Kinderkram. So, machen wir weiter. Als Mann vom Fach fragt man sich, was treibt der Laie da? Also, wir haben angeblich hier jemanden vom Fach. Welches Fach? Redest du jetzt von Elektrik? Redest du von Batterien? Hier redest du von Hochfrequenztechnik? Oder bist du Lichttechniker? Du bist natürlich Mann vom Fach und du weißt alles. Ne? Du hast natürlich genauso wie ich 10 Jahre mit Batterien deine Erfahrungen gemacht, mit LEDs, mit hochfrequenten Schaltungen. Du bist doch Mann vom Fach. Wage ich zu bezweifeln, ne? Also, ihr könnt ja da zum Beispiel mal, ne, ihr werdet jetzt wieder einige, oh, so ein Großmaul und so, ne? Nee, nicht Großmaul, normal, Leute, das verwechselt ihr, ne? Ich habe ein Video, wo ich einen Stapler-Akku, ich habe euch jetzt ein Jahrzehnt gesagt, dass wir belogen werden, dass wir die Bleiakkus, wenn wir es richtig machen, wenn wir vom Fach sind, wissen wir das ja nicht, ne? Weil wir eingebildete Scheiße im Hirn haben. So, wenn man aber jetzt wie ich nicht vom Fach ist und sich die Sache mal anguckt, wobei ich wahrscheinlich mehr vom Fach bin als du, aber das raffen ja viele auch nicht, dass ich mit dem, ich habe dann ein Video gemacht mit dem Stapler-Akku, kann ich euch auch nochmal ins Herz legen, 20 Jahre alter Stapler-Akku, Blei, 100% Leistung. Das ist übrigens auch interessant. Alle, die immer gegen uns reden, oder vor allen Dingen auch gegen mich, ne, das ist ja alles Scheiße, alles Müll, ne, sie sind vom Fach, sie wissen das besser. Unter diesen Videos, ne, wo ist da dein Kommentar, Fight for the Truth? Ne? Ach, da kommentieren wir nicht. Ne? Ah, warum denn nicht? Oder auch alle anderen, ne? Die vermeintlichen Freunde meines Kanals hier, ihr Wichser. Ich weiß, ich kenne euer Innerstes. Ich kann da reingucken, meine Freunde. Auch an eurer Kommentare. Also ich habe alles schon gesehen. Ihr könnt euch verstellen, wie ihr wollt. Das merke ich. Seid ehrlich zu mir. Dann merke ich ja nichts, weil ihr ehrlich seid. Aber seid nicht ehrlich. Ne? Ihr kommentiert nur unter gewissen Videos. Und unter den Videos, wo ich zeige, wo ich beweise, dass alles Lüge ist und dass alle falsch liegen. Keine Kommentare, nix. Ne, und das ist eben auch ein Grund. YouTube funktioniert mit Kommentare. Ne, also nicht mit Likes. Also die Likes, klar, ein paar Likes sind schon nicht schlecht. Aber ob ihr interagiert mit den Videos. Ne, und wenn ihr eben nur bei nicht so ganz wichtigen Videos interagiert, ja, dann kommt das nie an der Öffentlichkeit, Jungs. Ne? Und ich denke, das ist aber auch der Plan. Insgeheim von den Egos, Jungs.
Ne? Weil dann müssten sie ja zugeben, dass ich recht habe und dass sie alle belogen wurden. Ob das nur mit Bleibatterien ist, PV-Anlagen, parallel in Reihe schalten, Dünnschicht, Promo gar nicht, ne? Habe ich auf meinem Kanal alles bearbeitet. Und trotz dessen, es hat sich jetzt was in den PV-Modulen getan. Ne? Jahre hat es gedauert. Jahre habe ich hier immer gegen alle geredet. Ne? Ist ja dann mit Lithium-Batterien dasselbe. Ne? Aber da sage ich nicht mehr dazu. Ich lasse die Leute mal auf die Schnauze fliegen und lache mich dann einfach kaputt. Wisst ihr? Ich habe es gesagt. Wir haben das mit den Batterien durch. Ich habe es bewiesen auf Video. Ne? Wer das nicht glaubt, hat halt Pech gehabt. Dann glaubt weiter den Müll, der an ZDF und was weiß ich wo kommt, im Radio, Fernsehen, Propagandadreck. Ne? Und fertig. Das interessiert mich einen Scheiß. Ne? Bald kommt ja das Video. Ich will nicht zu viel teasern, aber ja, ich bin durch, Jungs. Ne? Ich zahle nichts mehr. Und das sind Leute vom Fach, die zahlen 100 Euro im Monat für Strom. Ne? Ich nicht, weil ich ja blöde bin. Ne? Ich bin ja nicht vom Fach. So, als allererstes mal, meine Freunde, ich bin Kfz-Geselle. Ne? Ich habe eine Prüfung gemacht. Ich habe im Autohaus gearbeitet. Und jetzt werdet ihr lachen. Ne? Ein Auto besteht nicht nur aus einem Benzin- oder Dieselmotor. Oh, das hat ja eine Batterie, um Gottes Willen. Ne? Kfz-Mechaniker und Mechaniker, die lernen ja überhaupt nichts über Batterien. Die wissen gar nicht, was ein Kabel ist. In den Ostsee haben die noch nie gesehen. Ja, du dummes Arschloch. Was glaubst du, wie wir Fehlersuche machen? Glaubst du, die Kfzler, die rennen nur mit dem Hammer rum oder was? Ja, wenn deine Einspritzung nicht geht, dann müssen wir mit dem Ostsee deinen scheiß Sensor messen, die Taktzeiten etc. Aber das wisst ihr ja alles nicht, ne? Aber du bist ja vom Fach, du weißt ja was über Batterien, hast du deine elektrischen Ausbildung gekriegt, ne? Ha? Oder wie war denn das? Naja, gut, machen wir weiter. Naja, wir erstmal versucht zu denunzieren, von wegen Laie, er ist ja der Laie, er hat keine Ahnung und stellt sich hin, als hätte er irgendwie, hat keinen Plan von nichts, Leute, ne? Merkt man auch am Schreiben so. Gibt es Neuigkeiten bei dem Märchen freie Energie, ne? Ihr seid ja hier auf dem Kanal, einer der wenigen, hier weiß ich halt wieder, dass er nicht meine Videos guckt, beziehungsweise er wahrscheinlich schon, aber absichtlich versucht, das 180 Grad rumzudrehen. Weil ich bin ja einer der wenigen, wahrscheinlich der einzige Kanal auf YouTube, nee, Entschuldigung, das nehme ich zurück, ich habe schon ein paar Amis gefunden, die haben es auch gerafft. Die können es aber nicht erklären, die wissen nicht warum und so. Die haben es durch Zufall entdeckt. Ne? Ich hatte es vor, keine Ahnung, weißt du es noch? Das ist schon 1-2 Jahre her, ne? Wo ich es eben entdeckt habe, versucht habe, mit Leuten drüber zu reden. Und dann kriegst du halt nur so einen Müll. Und da habe ich halt festgestellt, okay, die haben alle keine Ahnung. Die schreiben alle nur ab. Und hat dann gesagt, okay, jetzt brichst du mal ein bisschen alles ab. Machst deine Hausaufgaben, machst deine Experimente und dann... Das Experiment hier, Wicklungsexperiment, also AVF-Wicklung, das Experiment, ist eine lange Version, ich mache nochmal eine kurze Version, aber nicht für den Idiot hier, sondern für alle anderen, die vielleicht Probleme haben, das zu verstehen oder so, ne, das mache ich für euch, nicht für mich, ich habe es kapiert, Jungs, mir ist das Latte, ich kann den Kanal zumachen, ich weiß es trotzdem, ihr wisst es nicht, und ihr versteht es auch nicht, ne? Ist aber auch nicht schlimm, das ist eine Sache, wie gesagt, ne, nochmal viele liebe Grüße an Mischa, alleine hätte ich das so unnicht gekriegt. Also da ist eben das MBN zahlt sich, hat sich in dem Fall hier mal ausgezahlt, dass ich eben viele gute Fachleute in MBN sind, ne? Teilweise auch Ingenieure, also ne? Christian, liebe Grüße an der Stelle, oder die uns immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Und das zahlt sich eben jetzt mal aus. Ne? Und ja, ich habe es befreite Energie genannt, ne? Und ich habe wieder versucht, mich in die Schwurbelecke reinzuziehen, in die ganzen Schwurbler, weißt du? Ja, nee, bin ich nicht. Gehör ich nicht dazu, Jungs. Ich mache meine Hausaufgaben und ja, hier sieht man halt auch wieder, guckt meine Videos nicht, ich hatte keine Ahnung. Ich bin, wie gesagt, der Einzige, das sind wieder 180. Er wirft mir das vor, wo ich dagegen bin. Das musst du dir mal überlegen, ne? So, PS, jetzt kommt gleich die Zensur. Leute vom Fach, hier nicht gerne gesehen, sind hier nicht gerne gesehen, fehlt ein Sinn. Ne? Wie gesagt, ich bin kein Grammatik, Heinz, ich schreibe oh Scheiße und so, aber wenn er doch ein Fach ist und so hoch studiert und doch alles weiß, dann müsste er doch richtig schreiben können. Ich kann schlecht schreiben, ich bin nur ein scheiß Kfz-Mechaniker, ich bin nicht studiert oder irgendwas. Ne? Wenn ich falsche Wörter bewende, ich bin so ein Arschloch wie ihr, mein Gott, ne? Passiert, scheiß drauf, weißt du mich doch hin, dann korrigiere ich das gut. Bin doch nicht angepisst, das ist mir Latte, Digga. Ne? Die ganzen Bücher, die geschrieben werden, die werden alle nach Korrektur gelesen, Rechtschreibprüfung, Grammatikprüfung, ich schreibe ja auch ein bisschen. Und ja, die Leute, die sind alle verblödet einfach nur. Ne?
Dann kommt natürlich hier die Zensurkeule, wird mir dann immer vorgeworfen. Da habe ich ja schon, hatte ich da nicht schon mal ein Video zu gemacht? Ich glaube, ne? Das ist halt auch immer so ein Trigger oder was weiß ich, keine Ahnung, ne? Weil ich weiß es nicht, er denkt jetzt, er hat ja irgendwas Sinnvolles geschrieben, was mich irgendwie peripher fisten würde oder was weiß ich. Ja. Fight for the two, guck doch mal mein Experiment und dann weißt du, was ich von sowas halte. Oh, meine Rippe. Ich darf nicht so viel lachen. Ja, also ihr seht, ich bin emotional voll angegriffen. Ich möchte natürlich jetzt am liebsten den Kommentar löschen und ja, absolut Zensur und etc. findet ihr natürlich immer tagtäglich dann auf meinem Kanal. So wieder, wo ich euch gesagt habe, mir ist es scheißegal, ich lösche das nicht. Wenn natürlich jetzt hier extreme Beleidigungen sind, dann, was weiß ich hier, Punkt, 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 so und was weiß ich. Ja, erstens mal sperrt das dann YouTube. Ne? Das wird mir dann immer als Zensur vorgeworfen, aber wir können das selber mal testen. Geht einfach mal auf RTL oder irgendeinen Riesenkanal und schreibt dort mal ein paar Beleidigungen in die Kommentare. Dann dann steht euer Kommentar erstmal da, dann denkt ihr wieder, ne? Da die Leute vom Fach denken dann, ja, der Kommentar ist da. Ein Tag später geht er drauf, der Kommentar ist weg, ihr sagt, den hat der YouTuber gelöscht. Zensur, bla bla bla, was weiß ich. Ne? Das muss ich jetzt, glaube ich, rauspiepsen. So, wie ihr seht, ne, ich lösche das auch nicht, sondern ich mache da ein Video drüber. Ne, einfach damit, weil mich regt das auf. Ne, ich, der gegen die Zensur bin, muss man das nicht Müll anhören. Das ist genau das Gegenteil. Das ist alles 180 Grad verdreht, komplett verdreht, das Hirn. Ne, das ist so Fernsehgucker. Auf jeden Fall, solltet ihr diesen Fehler nicht begehen. Ne, ich mache seit 10 Jahren YouTube, auch wenn viele irgendwie sich Müll sich einreden. Ne, bei YouTube ist es halt so, dass ihr den Kommentar immer erstmal seht, wenn ihr den geschrieben habt. Ihr könntet, nachdem ihr so eine Beleidigung gemacht habt, wie gesagt, zum Testen, vielleicht macht das ihr mit einem Kumpel seinen zweiten YouTube-Account, dass er es nicht öffentlich macht, vielleicht gibt es dann Ärger mit YouTube, weil das ist ein Verstoß gegen die YouTube-Richtlinien, wenn ihr beleidigt oder bla bla bla. So, und dann tut ihr mal F5 drücken oder beziehungsweise hier oben, ne, Seite refreshen, Seite neu laden und dann sucht ihr mal euren Kommentar und dann werdet ihr sehen, der ist sofort weg. Ne, also, wer jetzt. Natürlich könnte man jetzt noch sagen, die großen YouTuber wie ich und so, wir sitzen den ganzen Tag an YouTube, haben alle unsere Videos offen, also die vier, ich habe, weiß ich nicht, 200, 300 Videos, habe ich immer alle offen. Und sobald irgendwo jemand einen Kommentar, zack, gehe ich dorthin, zensiere das und lösche das und so. Ich habe ja auch kein Leben, ne? Ich bin ja nur am PC, 365 Tage im Jahr, 24/7, ist ja absolut klar, ne? Das ist Fachwissen vom Mann vom Fach. Naja, so, dann habe ich geschrieben, Häschen liegt dir nicht, dazu brauchst du eine Glaskugel. Weiß doch jeder, für Mann vom Fach ist das nix. Ne, will ich sticheln. So, und jetzt wird es halt schon wieder knapp, sag ich mal. Ne? Wo habe ich ihnen das Du angeboten? Hast du nicht, brauchst du nicht. Das ist mir scheißegal, Digga. Was man, das ist wieder diese Verallgemeinerung, weil er das ja dann, ne, in seinem Hirn, wenn er mein Experiment-Video sieht, sagt dann das Ego, ja, er hat ja Mann gemeint, nicht sich. Er wusste das ja schon immer, das habe ich euch ja gesagt, dass sie das schon immer alles wussten. Ne? Die Elektriker, alle, die wussten das alle. Ne? Jeder, der irgendwie eine Batterie mal gesehen hat, weiß, wie man die regeneriert, die wissen alles ausnahmslos. Komischerweise, nach 2-3 Jahren sind immer denen ihre Batterien kaputt. Meine nicht. Achso, ich lüge ja. Ist alles gefaked, ne? Der Strom hier, der kommt ja gar nicht aus meinen Batterien. Oder? Wie ist denn das? Ich weiß es nicht, ne? Oder wollen wir mal schnell rüber gucken? Soll ich euch mal zeigen? Wisst ihr was? Komm, wir machen das jetzt mal, ne? Ist ja alles fake hier, der Computer, die Aufzeichnung, alles fake, ne? Ich hänge ja am Netz, ich bezahle ja immer Strom, wie die Leute vom Fach, ne? So, gucken wir mal. Also, was haben wir jetzt? Ja, hier ist noch ein Lämpchen an. Da ist ein Lämpchen, hier stecken irgendwo ein paar Handy-Ladegeräte drin, keine Ahnung, der PC. Können wir gleich mal gucken, was der zieht, ne? Dann gehen wir mal in meinen Phasenraum. Ich drehe jetzt mal rum hier. Hier ist NBN-Lager. Also übrigens, falls ihr mal ein Netzteil zum Schlachten braucht, meldet euch oder guckt bei Kleinanzeigen. Da ist der PC. Und ja, hier ist mein kleiner Akku.
da ist mein Wechselrichter, ich kann euch jetzt leider die Temperatur nicht zeigen, hat keine Ahnung, 30 Grad oder so. Und wir verbrauchen aktuell 110, 111 Watt. Ne? Also der PC und ein bisschen Licht kostet mich 110 Watt. Ich könnte natürlich jetzt hier mal ausschalten, damit ihr seht, dass der PC ausgeht. Aber wisst ihr was, ihr könnt mich am Arsch lecken. Ne? Macht doch, was ihr wollt. Mir ist es egal, ihr kriegt noch ein Video, wo ich euch das noch mal ein bisschen signifikanter zeige, sag ich mal. Und also kurz und knapp, ich habe mich abklemmen lassen. Naja, aber ich nehme das, es ist alles Betrug. Ne? Das stimmt alles gar nicht. Und okay, machen wir weiter. Was man sehr gut sieht, die Landessprache liegt Ihnen nicht. Das ist wieder, warte, ich zeig's euch mal. Hier ist das Knie. Ne? Also das ist ein Doppelschuss ins Knie bei ihm. So. Der eine oder andere weiß ja, liebe Grüße an Tekut Eli, dass ich, ja, ich weiß gar nicht, warum wir uns kennengelernt haben, Tekut Eli, weil du glaube ich auch ein bisschen was mit Elektrik machst, ist egal, irgendwie sind wir, bin ich dann auch auf Landmann gekommen, auf die Ursprache, keine Ahnung, das ist wieder ein extra Thema, ich empfehle euch da echt bei Tekut Eli mal vorbeizuschauen, einfach. Ja, das ist eben wieder 180 Grad verdreht. Das wird jetzt, ich will da auch nicht zu nah drauf eingehen. Ne, also das Sächsische ist halt näher an der Ur- oder atlantischen Sprache dran als alle anderen. Ne? Ich meine, gut, ist klar, der Mann vom Fach, der weiß ja auch geschichtlich nichts, dass Sächsisch das älteste, sagen wir jetzt mal, Bundesland ist, was es eben geschichtlich gibt. Ne? Also so, wenn man dann sagt, ja, die Hessen waren zuerst, ja, wie geht denn das? Naja, egal. Ne? Sachsen, Sachsen, Angelsachsen, Engländer. Ne? Aber, naja. Ich lege euch das ans Herz. Guckt euch das mal an. Also ich habe mir das angeguckt. Ich bin jemand, der Probleme hatte, Englisch zu lernen. Ne? Also ich habe viele Jahre gebraucht. Ich habe mir das aber auch selber beigebracht. Mittlerweile geht's. Vielen lieben Dank an Revolt. Der da, ja, mit dem habe ich viel gezockt. Ist ein Ami-Millionär. Und der hat mir umgangssprachlich Englisch ein bisschen beigebracht, dass ich nicht ganz so blöde klinge. Ne? Ja, für mich war das immer ein Thema und so. Ich muss ein bisschen ausholen, ne? Wem es nicht passt, schaltet ab, leckt mich am Arsch, mir egal. Wo ich dann mich mit dem Landmann beschäftigt habe und vor allen Dingen erstmal auch die ersten Sachen verstanden habe. Ne? Also das ist das Thema Landmann und Sprache ist im Grunde genommen wie regeneriere ich eine Autobatterie oder eine Play-Akku oder was weiß ich. Das ist eben nicht 5 Minuten immer ein bisschen Wasser nachfüllen und ein Baumarktladegerät reinklemmen. Okay, egal. Ja, bringt schon was, aber das ist, darum geht es nicht. Das ist Spielerei. Ne? Das brauchst du nicht machen. So. Und mit dem Landmann ist das genauso. Wenn ihr euch das erste Mal anguckt, sage ich euch gleich, das ist erstmal hier. Ne? Aber der Mann hat recht. Durch den Landmann, also ich kann jetzt. Also sprechen kann ich nur Deutsch und a little bit English, also das Overlife English, das ich überleben kann und auch zocken kann mit jemandem, dafür reicht's. Und das war viele Jahre das Maximum, was ging. Natürlich kann ich schon lesen und schreiben Englisch, aber nicht so gut. So, und durch den Landmann kann ich jetzt also nur lesen, nicht sprechen oder verstehen, sprechen, das kann ich noch nicht. Aber lesen kann ich Französisch, Belgisch, Holländisch, Russisch. Keine Ahnung, ich vergesse bestimmt noch irgendwas. Naja, die ganzen Urdialekte, ob jetzt Friesisch oder da hat eben der Sachse einen Vorteil, weil wir da viel näher dran sind an der Ursprache und etc. Also kurz und knapp, wenn er die Sprache oder Sprache, Entschuldigung, Tekut Eli, die Sprache der Welt lernen wollt, da, oder von Atlantis, sage ich jetzt mal, dann müsst ihr euch das Sächsische angucken. Und deswegen wird ja auch, ne, die, zum Beispiel ja, diese, dieser Rassismus gegen die sächsische Sprache oder auch die bayerische Sprache, weil die, wenn ihr euch jetzt die, ja, das waren damals, glaube ich, Fürstentümer, nicht Bundesländer, aber wenn man jetzt mal einfach halbhalber sagt,
Sachsen und Bayern sind eben die ältesten Bundesländer und damit ist es auch die älteste Sprache. Ich meine, so, man muss doch mal ein bisschen mitdenken. Ne? Kann man geschichtlich alles nachvollziehen. Und dann wird einem eben klar, okay, also hier wird absichtlich versucht, sowohl vom Mainstream als auch, was weiß ich von wem, von der Ursprache wegzukommen. Und ja, guckt euch die Jugend von heute an, wie die sprechen. Und wer dann noch hier sagt, ja, nö, das stimmt alles nicht, ja, der gehört dazu, Jungs. Ne? Das ist ganz einfach. Und das ist so nicht, wie sagen viele, das ist die Entwicklung der Sprache. Hm? Wie sind das mit der Entwicklung der Bleibatterien? Und was ist mit der Entwicklung von einem Schultief? Habt ihr auch geglaubt? Wie war das 1800? Es wird sich nie ein Vogel erheben, der schwerer ist als... Es wird sich nie ein Gegenstand in den Himmel erheben, der schwerer ist wie ein Vogel. Es war Gesetz. Haben wir heute Flugzeuge? Warte mal, hat das Gesetz nicht gestimmt? Wie ist denn das? Hm. Naja, wieder, könnte man wieder 20 Videos drüber machen. Ne? Aber die Großen machen es ja nicht. Die machen nur den Scheißdreck, ne? Und machen die Sachsen schlecht, die Sprache schlecht, damit ihr dann Hochdeutsch lernt und von dem Ursprung abgetrennt werdet. Ne? Ihr könnt ja dann auch keine, wie soll man das sagen? Also einfach alte Texte lesen geht auch nicht. Ihr müsst euch gedanklich erstmal da reinversetzen und bla bla. Das ist ja im Außensächsischen viel einfacher. Ne? Egal. So, also erstmal hier rassistisch. Ne? Ja, das ist einfach nicht sachlich und keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, ich wusste es schon vorher. Ne? Viele werden jetzt sagen, ja, du schreibst ja auch nicht sachlich. Aber ich weiß, was rauskommt. Ne? Ich habe seit 10 Jahren sehe ich den Müll. Und ich sehe doch, wie ihr schreibt. Ne? Und ja, der eine kriegt das Video, das Antwortvideo, wo ich ihm was zeige. Und der andere kriegt halt das Video. Das ist eben, das ist Wiesenwald-Neiruf. Ne? Mir ist das egal. So. Geht also nicht aufs Thema, was hier noch als als Laie vom Fach erkennt er nicht, was ich hier mache. Also wie, ich denke, du bist vom Fach, du weißt doch, was ich hier mache und was ich hier zeige. Ich denke, du weißt doch alles. Komischerweise weiß es nicht, ne? Egal. Also hier rassistisch oder auf Landessprache eingegangen, danach mit einem tiefen Hintergrund, dass eben das, warte mal, das hat mir der Tek und Eli noch gesagt, das wird euch bestimmt, wird bestimmt euch interessieren, und zwar Europa, in der westlichen, Welt ist, oh scheiße, wie heißt das jetzt, diese Lügensprache? Oh nein, das habe ich vergessen. Die Ärztesprache, was die Ärzte alle sprechen. Latein, die Lügensprache. Ne? Könnt ihr euch auch mal, ne, mit diesem Latein, das alles gelogen, das stimmt nicht. Also was heißt gelogen? Das ist halt, durch solche Leute wie ihn hier, kommen dann solche Fehlinterpretationen und dann irgendwann glumpen es alle, ne, schreiben dann alle ab und dann irgendwann sitzen wir 2023 hier und man denkt sich, warum ist das so gelaufen? Oder woran hat es gelegen? Ja, hier, an solchen Leuten liegt das. Und es ist ja die Masse. Ne, und die Masse entscheidet, was wird. Es ist ja nicht dort, dass die Schlauen entscheiden, was wird. Oder so. Nee, die Masse der Affen entscheidet. Ne? Ich bin auch ein Affe, alle Affen. Ne? Die Masse entscheidet. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt muss ich mal. Jetzt will ich gar nicht was sagen. PS, ich mache mir nur Sorgen. Oh, das ist aber nett, dass du dir Sorgen machst. Beschimpfst mich erst mit rassistischer Scheiße, du Bastard, Alter. Ne? Und dann machst du dir Sorgen. Oh, das ist aber so nett von dir. Super. Danke, dass du dir Sorgen machst. Das glaube ich dir auch 100%, dass du dir Sorgen machst. Ja, da muss ich mich mal am Kopf kratzen. Ja, also er macht sich Sorgen. Laien bauen Ladegeräte, die eventuell zu einem Hausbrand führen. Ich weiß es nicht, ich glaube, der Ton ist groß. Ich habe es, glaube ich, immer mit Licht gezeigt. Also, der Mann vom Fach. Jetzt werden da schon die ersten Schultiefbauer, die werden jetzt schon feiern. Das ist ja ein Ladegerät. Oder warte mal. Nee, jetzt bin ich durcheinander. Ist das jetzt ein Ladegerät? Oder habe ich durch hier eine LED leuchten lassen? Also er denkt wahrscheinlich, dass es die Ladekontroll-LED ist, wo ich die Batterie lade. Ey, Digga, das ist ein Joule-Thief. Bist du was ein Joule? Achso, das wissen ja die meisten auch nicht, ne? Naja, baut mal einen Sperrschwinger und dann wisst ihr, was ein Joule-Thief ist und was ein Sperrschwinger ist. Mehr sage ich, also das ist mir zu dumm, Leute. Ne? Das ist mir einfach zu dumm, über sowas noch zu diskutieren, wenn ihr nicht mal wisst,
was wir hier bauen, wenn ihr die falschen Schaltpläne benutzt und alles und dann noch falsch wiegelt und dann schreibt, ja, ist alles scheiße, ja gut, okay, dann kann ich das nachvollziehen. Ne? Ist auch mein Fehler zum Teil, dass zum Beispiel auch mit der Wicklung, ich habe die schon seit Jahren. Ich habe euch damals ein Video gemacht, ne, wo ich das Türlief so gewickelt habe, habe ich euch gezeigt, wo oben der Mittelanschluss war, hat eben keiner gerafft. Mir ist es doch egal. Ne? Ich wollte einfach mal sehen, ob es jemand weiß. Ja, uns weiß keiner. Ne? Also, wir haben hier ein Ladegerät gebaut, Türlief sind jetzt Ladegeräte. Die sind nicht mehr dafür da, um LEDs leuchten zu lassen. Das wusste ich gar nicht. Danke für die Aufklärung. Also, ne, ist ja auch hier Hashtag Ladegerät. Jedes Joule-Div, wissen wir ja, das sind Ladegeräte. Ich meine, gut, das ist, man kann mit dem Joule-Div ohne Batterie laden. Ne? Aber hier ist doch klar zu sehen, dass es hier um einen Endladetest geht, wo ich zeige, dass eben die Ampere, dass das, man kann es so machen. Es stimmt auch im gewissen Rahmen. Also wenn ihr alles so macht, wie es die Elektrik sagt, gehen natürlich auch alle Gesetze auf. Wir können alles nachrechnen, das stimmt alles. Wenn ihr da ein bisschen was anderes macht, dann stimmt da nichts mehr. Und das steht auch in den Büchern. Das ist nicht so, dass das hier groß geheim ist und bla. Das ist alles Lüge. Ne? Mess doch mal mit dem Ostsee. Rechne doch mal aus euren Stromverbrauch mit dem Ostsee. Mit nicht Sinus, nicht Sägezahn und nicht Hashtag. Lest doch mal. Du doch mal lesen. Ne? Du bist auf dem Fach. Ach, du weißt das ja schon, dass gar nicht geht. Ne? Ach so. Na gut. Also, hat ja hier oben schon gesagt, dass er fragt sich, was ich hier mache. Ne? Sehst, er gibt ja selber zu, dass er nicht begreift, um was es hier geht. Ja, meiner Meinung nach, ein Elektriker, nehmen wir mal an, er ist Elektriker, er ist ja vom Fach, er weiß ja alles. Er ist von allen Fächern, er weiß alles. Ne? Dass er hier nicht mal versteht, dass das in dem Fall das Joule-Div so, ich meine, bei einem Ladegerät hat man ja oft gesehen, also man kann mit dem Joule-Div schon eine Batterie laden, aber du brauchst zwei. Ne? Du brauchst immer eine Stromquelle und immer PSUMAI. Aber du bist auf dem Fach. Ich denke, das weißt du alles. Wo ist denn hier die zweite Batterie? Wo lade ich denn hier eine Batterie? Ich habe doch klar gesagt, dass wir einen Ladetest machen. So, das sind 3-4 Videos, die ich dazu gemacht habe. Also, tja, nach 3-4 Videos, Digga, muss ich sagen, du bist einfach zu dumm. Das kann man doch gar nicht mehr erklären. Ne? Weil, wie kann man nach 3 Videos zum Thema sagen dann, erstmal, ich verstehe es nicht. Ja, kann man ja mal fragen. Ne? Aber das würde man ja, das impliziert ja, dass das Ego was nicht weiß. Du weißt der Fach vom Fach, die wissen alles. Deswegen fragen die nicht. Weil die alles wissen. Da müssen sie halt was zugeben, einen Fehler und sich eingestehen. Kannst du vergessen. Und das ist der Grund, warum alles so ist, wie es ist. Und warum es so bleibt. Ne? Wenn wir so weitermachen. Und wenn solche Leute da noch gepusht werden und etc. Das ist doch nicht normal. Also, na, zur Zeit ist es normal. Aber das sollten wir, wenn wir die Welt ändern wollen, wieder auf der Erde zurückkommen wollen, aus dieser kranken Welt aufhören wollen, ja, dann müssen wir mit sich einen Mist aufhören und mal unser Hirn einschalten. Vielleicht meint das ja auch nicht böse, ne? Keine Ahnung, er hat auch nicht geantwortet darauf. Ich meine, war schon ziemlich krass. Ihr seht das ja auch gleich, was ich geschrieben habe. Aber da kommt ja dann auch nichts mehr. Ne? Das wird dann so stehen gelassen und fertig. Na egal, machen wir weiter. Also, mein Guter, ich lade hier keine Batterie. Ich lasse eine LED leuchten. Hätte man das Video oder sich die anderen 3 Videos mal angeguckt oder vielleicht mal ein Joule-Div selber gebaut oder mal im Internet mal eine Minute über Joule-Div gelesen, wüsste man, dass man mindestens mal 2 Sachen machen kann. Eine Batterie laden und eine Lichtleuchte. Man kann ja viel mehr Sachen machen, ne? Aber das wissen sie ja nicht. Kommt, ist im Fach ja nicht, wird dann nicht gelernt. Ne? Er weiß nicht, was es ist und jetzt kommt eben, rafft alles nicht, begreift nichts und dann erklärt er mir was. Das ist auch immer sehr interessant, wenn die Leute, ich sage, ihr macht alles falsch, ihr könntet 200% Energie sparen etc., dann wird mir erklärt, dass ich doch falsch liege. Da wird nicht gefragt, wie ich da drauf komme, wie, ob ich das vielleicht beweisen kann. Nein, nicht einer. Das könnt ihr, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Guckt euch die letzten, meine allen, die ganzen Videos, letzten 20 Videos an und dann zeigt mir mal einer, der eine Frage gestellt hat. Einer. Die wissen alles. Ne? So, wenn man alles weiß, brauchen wir nicht fragen. Ne? Gut, Entschuldigung, die ein oder zwei Fragen waren, glaube ich, wirklich dabei. Übrigens auch zu dem
wie das funktioniert, also müsst ihr euch mal noch ein bisschen gedulden. Das kostet eben auch Zeit und ja, ne, ich könnte auch was anderes machen. Ne? Naja, egal. Ich mache das für euch, für alle. Nee, nicht für euch, für mich auch. Für mich und uns, für alle. Machen wir so. So, ich mache mir Sorgen. Laien bauen Ladegeräte? Nee. Ich bin kein Laie. Dann Laien. Hast du in dem Video zwei Personen gesehen? Oder Leute? Oder ne, ich sage extra nicht Mensch. Ne, Mehrzahl. Keine Ahnung. Ist hier noch jemand? Johannes, Atze. Versteckt ihr euch hier? Feige? Nö. Keiner da. Ne? Weiß nicht. Also hier... Kann natürlich schon sein, ne? Fight for the truth. Vielleicht ne, bist du ja doch nicht komplett gehirnamputiert und willst doch was für die Wahrheit tun. Ja, dann hör auf, mich mit irgendwelchen Schwurblern in die Kiste zu hauen. Natürlich gibt es viele Laien, die da draußen irgendeine Scheiße bauen. Ich sehe doch das auch. Ne? ja, leider sind da auch ein paar Kollegen von mir dabei. Aber soll ich denn mit jedem auf Konfrontation? Das kann ich auch nicht machen, Jungs. Weißt du, ich halt einfach mein Maul, versuch an gewissen Punkten zu helfen, also immer, ich helfe immer, ne? Das ist kein Thema. Und dabei versuche ich dann so ein bisschen was Informationen mit in die Hilfe reinzupacken, dass die Leute dann selber drauf kommen. Ne? Also anders geht's nicht. Habe ich gelernt, ist halt so. Hier seht ihr das auch nochmal. So, Ladegeräte, ich habe kein Ladegerät gebaut. Und du wirst lachen, im Kfz-Bereich, da gibt es Sicherungen. Ne? Da steht dann 3A drauf, das bedeutet Ampere, ne? Du bist ja vom Fach anscheinend eine Küchenkraft oder so, also muss man dir das ja mal erklären, dass jedes Auto hat ja einen Sicherungskasten, ne? Und wenn man da Sicherungen reinbaut, dann ist die Chance, dass es zu einem Kfz-Brand kommt oder ne, wie er jetzt sagt, im Hausbrand, wenn man das richtig macht, sicher, dann ist die Chance nahezu null. Also es besteht immer eine Chance, dass es können ja auch mal Bauteile kaputt gehen oder etc. Was weiß ich jetzt, ne? Irgendwelche Geräte oder also in dem Bau, das ist wie beim Auto. Ich bin ja Kfz-ler. Sagen wir es mal so, also die Autohersteller oder jeder Kfz-ler oder so, wir sind schon bemüht, dass euch die Bude nicht abbrennt. Natürlich, bei, ich weiß jetzt nicht, wie viele Autos in Deutschland zugelassen sind, da brennt immer mal eine Karre ab, ne? Aber ich sage euch, das liegt nicht am Autohersteller oder am Kfz, gut, manchmal vielleicht am Kfz, aber das ist wirklich 0,001%, Jungs. Also das Größte sind Tiere, die fressen da irgendwelche Kabel, die Maus, ne? Frisst irgendeine Kabel an, da gibt es eben einen Kurzschluss, der so absolut nicht geplant war. Also man kann jetzt zum Beispiel, ja, egal, einfach, ne? Zum Beispiel das Massekabel vom Motor, das so fettes Kabel, wie willst du das absichern? Ich meine, bei den E-Autos jetzt ist es abgesichert, heute ist die Technik ein bisschen anders, aber früher, wenn euch ein Auto abgebrannt ist, selten, dass da der Kunde, das Unternehmen oder sonst jemand dran schuld war. Nee, das kann manchmal sein, Blätter, die sich im Dings sammeln, ne, ihr habt ja immer Blätter, die in eure Dings reinfallen, viele machen das nicht sauber, könnt ihr euch Autobuden angucken, jeder weist darauf hin, macht das bitte sauber, wenn ihr eure Auto wascht, macht den Motor auf, saugt die Blätter aus, weil die zerbröseln dann, fallen rein, dann wird es nass, wird Schlamm und Blätter ist wie Elektrolyt, das ist elektrisch leitend, das ist nicht viel, so, dann hast du deinen Stecker vom ja, Wischermotor, irgendwelchen Mist, das sind überall Kabel im Auto, so, wenn dann Schlamm dort ist und Feuchtigkeit, dass dann zu einem Kurzschluss kommt, ja, Digga, ne, also das kann man so schwierig, ich sag's euch, wie es ist, wenn man es ordentlich macht, ich bin jetzt, wie lange merke ich das mit Batterien und Zeug rum, boah, 5-6 Jahre, ungefähr, weiß ich jetzt nicht, kann ich eigentlich gar nicht so. Also rummehren mit Batterien und Wechselrichter, was weiß ich, durch ja jetzt, sagen wir 8 Jahre ungefähr, das reicht wahrscheinlich gar nicht mehr, 10 ungefähr. Und mir ist noch nie etwas in Flammen aufgegangen. Also natürlich, dass bei manchen Experimenten mal ein Transistor abraucht, wo ich da sitze und was experimentiere, das ist klar, ne? Das ist, es gibt bestimmt viele Teile. Ja, zum Beispiel bei meinem Wechselrichter hatte ich mal den Kurzschluss, habe ich das Reparier-Video gemacht. Ich zeige euch das ja auch, wenn ich Scheiße baue, ist da kein Problem. Warum? Das ist mir egal, wisst ihr? Das passiert. Wenn ihn wo gehobelt wird, fallen Späne. So. Und
Ich habe mein Zeug richtig abgesichert. Wie gesagt, ich bin Kfz-Mechaniker, ich kann nur Querschnitte berechnen. Das kann jeder im Endeffekt. Ne? Das richtige Kabelquerschnitt nehmen und die richtige Sicherung und dann ist doch gut. Ne? Fertig. So, das ist hier Angstmacherei, weil der Herr vom Fach, ne, der keine Ahnung von nichts hat, der nicht mal weiß, um was es in dem Video geht, da muss das Maul aufmachen. Ne? Und der sagt, es geht in Flammen und bla. Ja, warte mal, bist du so einer von den Elektrikern, die Anschlüsse nicht richtig festdrehen im Sicherungskasten, dass sie später noch Arbeit haben? Bist du so einer? Bist du der? Habe ich von dir schon mal sowas nachgedreht? Du Drecksau. Oder deine Kollegen, die Wichser. Ne? Stell dich mal vor, du dumme Sau, ich mach das an deinem Auto. Ach, ich kann ja noch viel Geld verdienen, da zieh ich die Bremse nicht fest. Ne? Hä? Hä? Wisst ihr, was die Klick haben? Eure ganze Bude brennt ab und ihr sterbt. Oder ihr seid hoffentlich nicht daheim, wenn sowas passiert. Die ziehen halt die Anschlüsse nicht richtig fest, damit sie dann später Arbeit haben. Ne? Das putzelt der am Sicherungskasten. Und dann werden sie gerufen und ziehen dann halt die Schraube nach und verlangen da wieder 500 Euro dafür. Ne? Ja, und im schlimmsten Fall brennt euch eben eine Bude ab und die haben den Vorteil, durch so ein, wenn eben ein Haus abbrennt oder so, ja, ihr könnt die Märchen glauben, dass dann der Brandermittler kommt und da alles rauskriegt und genau das nachstellen kann, wie das genau alles passiert ist. Könnt ihr vergessen, ich habe selber schon einen Brand gehabt. Digga, wenn es richtig brennt, da bleibt nicht übrig. Ne? Du kannst ja schon ein paar Sachen noch rausfinden oder so, aber du kannst niemals rausfinden, ob die Schraube angezogen war oder nicht. Und das wissen die Elektriker. Ne? Die schwarzen Schafe. Es gibt natürlich viele gute Elektriker, möchte ich auch mal dazu sagen, die ihren Job richtig mit Liebe machen, so wie ich das mit den Autos mache, weil die eben auch wissen, ne, wenn sie es eben nicht richtig machen, kann die Bude abbrennen. Das kann nun mal passieren, das ist schon tausendmal passiert. Und so ist es eben auch beim Auto. Wenn der Mechaniker die Bremse nicht richtig macht und ihr fahrt auf der Autobahn und könnt ihr mehr bremsen, dann kannst du selber ausrechnen, was passiert. Du baust schon einen Unfall und im schlimmsten Fall gibt es Tote. Ziehst eine andere mit rein, etc. Ne? Also das sind schwarze Schafe, die gibt es auch im Kfz-Bereich, natürlich viele, aber ich weiß nicht, ob man so an eine Sache reingehen soll. Ne? Also es ist immer das Alternative, oder wenn ihr irgendwas selber macht, es wird eben immer mit dem Angstfaktor, werdet ihr platt gemacht, aber in Wirklichkeit habt ihr aktuell beschisseneren Dreck, der viel unsicherer ist. Die meisten Geräte heutzutage haben überhaupt keine Sicherung mehr drin, da brennt es einfach ab, die Buden rauchen ab. Ich habe schon viele Fernseher repariert, die kriege ich ja immer rein und von Kollegen und bla, wo ich dann oft sagen muss, Jungs, ich kann euch das reparieren, aber kurz oder lang brennt das Gerät wieder. Ich habe das, glaube ich, mal in einem Video auch schon gezeigt, die Brandspuren in so einem Fernseher. Ja, wenn ihr eben nicht da seid, oder was weiß ich, im schlimmsten Fall, brennt euch die Bude ab. Ja, weil die Industrie für 1 Cent, also im Großhandel wahrscheinlich unter 1 Cent, die Sicherung nicht eingebaut hat. Weil die wollen ja wieder was verkaufen. Kapitalismus, ne? Das, was lange hängt, bringt ja kein Geld. Das ist aber auch eine Lüge. Naja, wäre wieder 50 Minuten Video, ne? Das zu erklären. Also, absoluter Wahnsinn. Hier wird eben versucht, euch von der Autarkie, von der Freiheit, von der Wahrheit abzubringen. Ne? Und das im Namen der Wahrheit. 100 Punkte, Digga. Ne? Also, wenn du nicht so dumm bist, wie ich denke, ne? Versteh mal, dass du einer der Gründe bist, warum alles so ist. Ne? So, machen wir weiter. PS. Ein Schultief jedem Azubi bekannt. Okay, also, das ist meiner Meinung nach eine Lüge. Ne? Also wir haben, mein Vater zum Beispiel, der ist Elektriker, aber Herzblut-Elektriker, der hat auf Arbeit immer festgezogen. Er weiß aber auch, dass es die schwarzen Schafe gibt. Er war oft genug da und hat es nachgezogen. Brauchst du mir gar nichts erzählen. Ne? So, er kann es zum Beispiel nicht, wobei er jetzt dazu sagen muss, mein Vater ist ein bisschen älter, der hat ja 50, 60 Jahre gelernt. Glaubt mir, probiert selber, Bodenschuli, geht zu einem Elektriker, testet doch mal, kontrolliert doch mal, was hier gesagt wird. Ne? Dann wird er feststellen, ja, das kann doch gar nicht leuchten, LED leuchten, weil sie keine Ahnung für Hochfrequenzen nicht haben. Ne? Ist aber auch nicht schlimm, ne? Wenn ein Reifenmechaniker muss auch nicht wissen, wie ein Motor funktioniert. Dafür gibt es Kfzler. Ne? Ist einfach. Ne? Nimmt man sich übel, aber sind Stimmenzieher. Ist so. Die magen schon viel Ausbildung haben oder so, aber das kriegst du hin. Das kriegt jeder Laie hin. Ne? Gibt da schon ein paar Kniffe mit Messungen und so. Da gibt es schon ein paar
Fachleute auch wirklich, die auch eine Ahnung haben, was sie machen, aber die meisten sind halt Strippenzieher, die euch die Dinger nicht festziehen, damit sie dann auch mal wiederkommen können. Also, jeden Azubi bekannt, dann wäre ja interessant. Also, wenn das jeden Azubi bekannt ist, wie kann es denn sein? Ne, ich habe ja hier das Wicklungsexperiment gemacht. Ah, nein, jetzt habe ich es zugemacht. Ah, scheiße. Hier ist der Modus. So, da haben wir jetzt nochmal die Stelle hier im Video schon mal rausgesucht. Also, das ist ja jedem Azubi bekannt. Na, er schreibt auch nicht Elektro-Azubi oder ne? Es gibt ja verschiedene Fachrichtungen. Es gibt High-Voltage-Dinger, Radiotechniker. Ne? Beim Autos jetzt gibt es nochmal extra. Früher gab es den Kfz-Elektriker, das heute, glaube ich, Kfz-Elektroniker oder irgendwas, weiß ich nicht. Ne? Also, so, und hier jedem Azubi, also auch jeder Koch, alle Azubis, diese, also alle Menschen, die irgendwann gemacht haben, wissen Bescheid über das Schultief. So. Achso. Wieso haben dann alle falsch gewickelt? Also, wir haben jetzt hier mit dem Video, das ist das, was alle haben. Ne? Das ist so das, was er kennt, wahrscheinlich. Und ich rede aber davon. Ne? Und das Video hier ist zum Beispiel auch der Beweis, dass, ja, zumindest mal in diesem Schultief-Fall, wann hat er das rausgehauen, das Schultief, der Big Clive? 80er, 90er Jahren, weiß ich jetzt nicht genau. Seitdem haben alle abgeschrieben und haben halt scheiße gewickelt, haben sinnlos Energie verbraten, alles scheiße, alles Müll. So, wenn man jetzt sagt, wie viel Prozent Energie sind das? Sagen wir mal 100, was sind dann das? 1000? Oder? So, ne? Und da schreibt er, rotzfrech ist jedem bekannt. Das ist doch alles logisch. Und das ist eben das, was ich euch in einigen Videos oder auch in den Kommentaren, wenn ihr die liest, ne, die letzten 10, 20 Videos so, wo ich immer euch das schon prophezeit habe, ne? Dass dann eben, das weiß doch jeder, alles ganz klar, alles ganz normal. Nein, ist es nicht. Über 20 Jahre wurde das Schuldi falsch gewickelt. Nein, es mag natürlich schon den einen oder anderen geben, wer sich das Video anguckt, der durch Zufall mal die richtige Wicklung getroffen hat oder, ne, guckt euch einfach das Video an, dann versteht er das eventuell, es kommt aber noch ein paar Videos mehr. Ne, das ist alles nicht so einfach, das muss ich dann ein bisschen aufteilen. Das wären die Videos zu lang, das ist jetzt auch schon wieder viel zu lang, 47 Grad. So, ja, wenn das doch alles so bekannt ist und alle wussten das doch schon immer, wieso wird in, na, keine Ahnung, ein paar Monaten, hoffe ich mal, dass es nicht wieder Jahre dauert. Also, liebe Abschreiber, gebt doch mal ein bisschen Gas, Mensch. Das ist doch, ich warte egal auf euch hier und das Gemäre. Schreibt's doch einfach ab. Blabbert's wieder nach. Ihr habt's erfunden. Ja, ich, ne, ihr könnt das als eures anpreisen. Nicht verkaufen. Weil ich hab den Nachweis, dass ich der Erste war. Ne? So, wenn ihr anfangt, das zu verkaufen wollt, dann klingelt doch mal durch. Ich möchte gerne 99% Tantiemen von euren Verkäufen und die spende ich. Hier, ne? Könnt mich am Arsch lecken. Das wird der Menschheit nicht wieder genommen. So, also es ist eh mal hiermit klipperklar bewiesen, dass alle Schuldiefbauer, Jungs, an alle Schuldiefbauer jetzt, ich hoffe, ihr fühlt euch nicht angegriffen. Wenn ihr so dumm seid und euch angegriffen fühlt, gut, dann verpisst euch, dann guckt euch auch nicht meine kommenden Videos an. Verpisst euch einfach. Ne? So, für alle Schuldiefbauer, die den Weg gegangen sind und eventuell zu Ende gehen wollen oder mitgehen wollen, das gibt's noch. Das habt ihr. Das gibt's noch. Ne? Ich erkläre das auch alles noch, aber es ist noch nicht Ende der Fahnenstange und das ist auch noch nicht alles. Ne? Aber das müssen wir Stück für Stück, weil klappt das so schon nicht. Ne? Und hier haben wir eben mal den Nachweis, dass 20 bzw. 30, 40 Jahre das Schuldief eben kopiert wurde, abgeschrieben wurde, ohne zu überprüfen, ohne nachzudenken, etc. Ich kann mir meine Hände erheben, ich bin Bedini-Bastler, Jungs. Ich habe auch ein paar Schuldiefs gemacht, ich habe auch die AAH damals gemacht, habe selber aber nicht aktiv dran teilgenommen, nur mit ein paar alten Schuldiefs, das ich halt verliere, weil sonst hätte ich ja, ne, guckt euch die Werte hier an, dann wisst ihr, das hatte ich ja damals schon. Ne? Ich wollte einfach mal gucken. Und
habe mit Schuldiefs bis vor ein Jahr oder so, aber wie gesagt, ich weiß, es kann nur vor 2 Jahren gewesen sein, ich glaube, das weiß der Mischa besser wie ich merke mir sich Mist nicht, wo ich dann eben nochmal mit dem Schuldief angefangen hatte, weil ich eben war bei gewissen Experimenten, vor allen Dingen mit dieser Gleichstromschwingung und so Experimente gemacht habe, da ist mir das eben dann irgendwann auch aufgefallen und bla, da habe ich mich auch erinnert, Mensch, das hat es ja damals schon mal so gebaut, für mich war das damals auch abgeschlossen, das ist natürlich jetzt so krass, Effekt habe ich auch übersehen, ne? Gut, ich habe 500 Videos über Bedini gemacht, 3 über das Schuldief, 5 über das Schuldief vielleicht und dann halt die AHH, ne? Also, na gut, jetzt habe ich es mal gemacht und siehe da, schwupps, alle haben es falsch gemacht, alle haben Scheiße gebaut, alle haben abgeschrieben. Also beim Schuldief ist dieses Video bewiesen, dass eben alle nur Abschreiber sind, falsch liegen und nicht geforscht wird und nichts, ne? Das damit bewiesen, aber gleichzeitig, das kommt aber dann im späteren Video, nach dem Experiment zeige ich euch, dass auch in der heutigen Physik und Wissenschaft das hier, jetzt gibt es gar nicht. Ne? Ja, ja, Jungs. Also wir reden hier nicht nur von dem Schuldief. Ne? Hier reden wir von der Sache, habe ich nicht, nee, in dem Video habe ich das hier. Hashtag 100 Jahre abschreiben. Also hier haben wir eine Sache, na gut, mittlerweile 120 beziehungsweise vielleicht sogar 140 Jahre abschreiben resultieren da drin. Das ist das Ergebnis der hochintelligenten Spezies Mensch auf diesem Planeten. 150 Jahre, das ist das Ergebnis. Ne? Und dann kommt ein Laie, ich bin ja ein Laie, ne, und macht sowas. Nach 150 Jahren Elektrik. Unfassbar. Unfassbar, Jungs. Es ist wirklich unfassbar. So, ne? Ich habe euch das prophezeit, dass dieser Müll kommt, dass die Leute hier sich einen Mist schreiben. Das gibt es auch, wenn ihr die Videos, ein paar Videos, sind so ähnliche, aber sachtere Dinger, wo ich dann auch anders reagiert habe. Könnt ihr euch auch angucken, wo ich gesagt habe, hey, warte einfach ab, guckt euch mal das Video noch an. RC Kall oder wie du hieß, ne, hier mit den RC-Autos. Er hat auch ein Video gegen mich gemacht, sozusagen mich ins Lächerliche versucht zu ziehen. Und er ist ja auch vom Fach und so. Ne? Da habe ich aber schon erkannt, okay, da ist nicht Hopfen und Malz verloren. Ne? Habe ihn dann eben drunter geschrieben, warte mal noch ein bisschen ab, dann zeige ich dir das. Da hatte ich das Video ja schon längst fertig. Ich wusste es ja schon die ganze Zeit. Ne? Und habe ihm eigentlich gesagt, hier, spare das erstmal, dass du mir was erklären willst. Das haben wir lange Zeit hier, das ist das 100 Jahre, das braucht ihr mir nicht mal erklären. Ihr könnt euch auch in Zukunft sparen, mir irgendwas erklären zu wollen. Außer ihr habt es getestet und ihr könnt mit mir darüber reden. Ne, mit eurer Abschreiberei kann ich selber, ich kann selber Google nehmen. Braucht ihr nicht als Wikipedia das Zeug zu kopieren. Ne? So. Okay, wie kann man da 10 Jahre forschen und immer noch nicht kapieren, es kommt nicht mehr Energie raus, wie man an Energie reingesteckt hat. Also, dieses Grundprinzip der befreiten Energie, also sagen wir mal so, der Trick ist, den die sich 1900 ausgedacht haben, eben die freie Energie ins Leben zu rufen. Ne? Weil, dann, ihr seht es ja hier, dann kommen solche Kommentare und der kapiert nicht, dass es keine freie Energie ist. Ich weiß auch nicht, wie da drauf kommt hier. Habe ich irgendwo freie Energie? In den Text? Ja, okay, ich habe freie Energie in den Text reingenommen. Okay, das ist mein Fehler. Muss ich aber machen, weil da Dings befreite Energie wollen die Leute ja nicht. Ne? Die wollen weiter verarscht werden, freie Energie in irgendein Hokuspokus-Klon. Ich sage nicht, dass es absolut unmöglich ist. Ne? Aber in Bezug auf meine Sache, wo ich eben hier versuche, die Leute aufzuklären, jetzt sind ja die Antworten. Wie? Okay, jetzt sind sie wieder da. Kleiner Bug von YouTube, ne? Habe ich natürlich wieder inszeniert und gestellt, ne? Dass die Kommentare hier verschwinden. Jetzt waren sie glücklicherweise nochmal da. Vielleicht ein kleiner Fehler. Dass eben er versucht, dass ich zu der freien Energiegemeinde höre, ne, diese schönen indischen Videos mit Musik, wo die euch irgendwie Müll zeigen, wo ihr eure Zeit verschwendet. Hier geht es halt darum, dass das, wie soll man sagen, ich weiß ja nicht, ob das bewusst war oder unbewusst, wie gesagt, ich denke schon bewusst, kann aber unbewusst sein, dass eben das klein gehalten wird, weil dann eben sein Fach zerstört wird.
Ne? Gut, ganz nicht. Also wir haben nur eine Übergangszeit, wo natürlich die alte Technik, auch die Elektriker und so gebraucht werden. Um Gottes Willen, wir werden euch brauchen. Ne? Also ich ziehe hier keine Kabel für alle. Da brauchen wir Kabelzieher. Ne? Das ist egal, ob das ein Joule-Kabel ist oder ein normales Kabel. Gelegt werden muss es. Es muss ein Sicherungskasten rein, es müssen Sicherungen rein. Die Scheiße muss halbwegs sicher sein, Digga. Ne? Also, Jungs, ihr werdet nicht alle arbeitslos. Nein! Wir stehen vor der Blüte und den konjunkturellen wirtschaftlichen und konjunkturellen Aufstieg der Erde, was die Erde noch nicht gesehen hat. Also es heißt, ihr werdet nicht eure Arbeit verlieren, ihr werdet euch nicht mehr retten können vor Arbeit. Und es geht ja jetzt schon los. Diese PV-Anlagen, ne? Wenn wer sich da ein bisschen, das ist kaum noch, kriegst kaum noch Akkus oder Ladegeräte. Ich meine, ich weiß nicht, wo die ihre Ladegeräte, ich krieg mein Zeug, ne? Aber die kriegen das nicht. Jetzt stell dir doch mal vor, das bricht mal richtig durch. Ihr könnt euch vor Arbeit nicht mehr retten, Jungs. Da könnt ihr richtig Kohle verdienen, ne? Und ihr sagt auch, nö, ich will Aktien, das ist alles schön, so wie es ist. Nee, ist nee, ist alles Scheißdreck. Ich meine, es hat eine gewisse Komfort, den wir haben, ja, aber die Kosten- und Nutzenaufwand ist null. Ne? 50% der Energie gehen vom Kraftwerk hierher in mein Haus verloren. Das müssen wir bezahlen. Nee, ich bezahle das nicht mehr. Ich habe den Mist abgeklemmt. Ja, das bin doch nicht blöde. Warum soll ich das Doppelte bezahlen? Nur weil die Arschlöcher das so machen. Ja, da kauft ihr doch einen Dieselgenerator und stellt ihn hin. Meine Fresse, Alter, das ist eine Heizung. Das ist doch Spaß. Ne? Das ist doch keine technische Entwicklung, das ist doch die totale Sklaverei. Ne? Das ist alles verdreht mit dem Tesla-Müll. Nikolai Tesla, der große Guru, das ist ein riesen Arschloch, Alter. Der ist doch dafür verantwortlich, dass wir den ganzen AC-Müll haben, Leute. Und ihr glaubt alle, das ist gut. Nee, ist es nicht, ist der letzte Dreck. Ne? Weil da kannst, also du kannst es dezentral machen mit AC, aber es ist einfach Schwachsinn. Mach's doch mit DC. Was mit Gepuls-DC? Ne? Warum als überall AC? Ne? Und aber die Gleichstromtrasse, wo sie den Megawatt transportieren? Ach, das ist Gleichstrom? Ach so, warte mal. Wieso machen die denn das? Haben die ihre Hausaufgaben gemacht? Hat der Action seine Hausaufgaben gemacht? Hat er sich angeguckt, warum die Gleichstromleitung bauen? Wie viel Verlust im AC kommt durch Blindfaktor, also Impedanz etc.? Hat der Action sich das etwa angeguckt? Wisst ihr, wie viel Prozent vom Kraftwerk bis zu eurer Lampe verloren geht und was ihr umsonst bezahlt? Wisst ihr das? Habe ich das gemacht? Vielleicht. Hast du es gemacht? Du? Hast du das gemacht? Du musst das machen. Ich hab's gemacht. Bloß, da brauche ich auch keine Videos machen, weil das glaubt eh wieder keiner. Ne? Ich sage jetzt mal einfach nur, ne? Ihr denkt ja jetzt, 50% vom Kraftwerk hergehen verloren, müsst ihr bezahlen. Also wenn ihr einen KW kriegt, müsst ihr zwei bezahlen, weil ja zwei losgeschickt werden müssen. Und wenn ihr noch Blindleistung schön in China-Ladegeräte habt, wird das immer noch mehr. Top, ne? Ja, wir haben dann noch, in den Geräten sind dieselben Verluste, die Erwärmung, dann wie gesagt mit der Blindleistung, bla bla bla. Es ist ein riesen Rattenschwanz. Oder hat der Ingo Kühl ja auch schon mal, ja, messt mal eure ganzen Widerstände von den Steckdosen, ne, wo sie die Kabel nicht richtig angezogen haben, das ist schön ballert, schön verbraucht. Es hat aber auch alles in den Hintergrund, Jungs. Ne? Wenn man jetzt sagt, man betreibt eben so eine Bude oder ein Haus oder was auch immer, ein Schloss oder was weiß ich, eben mit, sagen wir mal, der Hälfte. Sagen wir mal, wir kriegen es hin, den Verlust vom Kraftwerk auszugleichen. Also die Transportverluste, ne? Sagen wir jetzt mal. Dann würde ja der Strom eine Hälfte kosten. So. Jetzt muss aber der Stromkonzern nur noch 1 kW kann er euch verkaufen. Das heißt, der Umsatz, Gewinn und alles fällt um 50%. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, kann es denn sein, dass die damals ausgerechnet haben, wenn wir dezentral die Energieversorgung machen und das ordentlich machen, dass halt so wenig Verbrauch wie möglich ist, dass wir nichts verdienen? Punkt 1. Und B, muss das Netz ja gewartet werden. So, wenn du jetzt nichts mehr verdienst, ne, sagst, du hast jetzt eben nur noch 1 kW, jetzt fangen die Leute an zu sparen, bauen sich gute Lampen selber, die Dubai-Lampen und was weiß ich.
und dann gehen nochmal 90% weg, dann reicht die Kohle nicht mehr, um das Netz zu warten. Das ist logisch das Problem. Natürlich werden wieder alle sagen, dass es nicht so ist, und die wissen wieder alles besser und erzählen mir den Müll. Spart euch bitte die Kommentare hier, das aus Wikipedia und Bildzeitung raus und mir das dann erklären wollen. Nee, das ist für Wähler, für Affen, für dummes Vieh, ihr müsst selber nachdenken. Ne? Und dann kommt er eben drauf, ach so, okay, dann kann man das Netz nicht mehr warten. Also man muss ja Gewinn machen als Firma, dass man auch das Netz warten kann. Man muss die Mitarbeiter bezahlen, du brauchst ja die Kraftwerke, bla bla bla. Das muss ja irgendwo bezahlt werden. Und wenn du es richtig machst, verdient sie nichts. So, und damit wurde damals bestimmt entschieden, okay, lass es ein bisschen teurer machen, damit wir eben was verdienen, damit wir es machen können. Ne? Ist jetzt so gelaufen, brauchen wir nicht rumheulen, es ist wie es ist. Nehmen wir es doch einfach hin und sagen, okay, ist so gelaufen, jetzt machen wir es einfach anders. Ne? Gleichstrom, bla 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 und hin und her. Gleichstromhaus oder meine Videos erzeugen Zeug und bla bla bla. Es ist ja nicht so, dass es da keine Lösungen gibt. Es gibt viele YouTuber oder Gemeinschaften, Kommunen gibt es, die sich selber mit Strom, mit Heizung, mit allem selber versorgen. Ich glaube, in Deutschland gibt es, ich will nicht lügen, damals, wo ich geguckt hatte, 11 Kommunen zum Beispiel. Da sind aber dann so Ökodörfer noch gar nicht mit drin. Also es gibt mehrere Sachen, die wirklich autark schon sind. Ne? Die haben dann zum Beispiel 5-Sterne-Koch, der den ihr Frühstück macht in der Kommune, weil es eben Strom sparen und Heizkosten, Energie sparen und etc. Und dann kannst du leben wie der Gott in Frankreich. Ne? Kannst natürlich weiter ARD gucken und kann da rumheulen und alles scheiße. Kann man machen. Aber ich lade euch einfach ein, lasst es doch anders machen. Lasst es doch mal aufhören damit. Mit dem Wissen, was wir haben als Menschheit. Scheiße, habe ich Menschheit gesagt. Scheiße. Als das Wissen dieses Volkes. Wir sind ein Volk auf dem Planeten. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Man kann immer alles anders machen. Nur weil irgendjemand irgendwas behauptet, das heißt noch lange nicht, dass es der Wahrheit ist. Auch das, was ich alles sage, heißt nicht, dass es die unumstößliche Wahrheit ist. Um Gottes Willen, ich habe auch noch nicht alles erforscht. Ne? Ich denke mal, die werden es noch mehr veräppelt haben. Nee, nicht veräppelt, gekonnt es weglassen. Ne? Naja. Hier geht's bei mir drum, wir können hier 1000% oder 90% der Energie sparen. Also wenn ihr euch einfach dezentral macht, habt ihr schon mal 50% eurer Stromrechnung halbiert, weil ihr den Transport nicht bezahlen müsst, die Wartung, das reicht gar nicht, über 50%. Ne? Und deswegen ist das vielleicht für viele so schlecht nachvollziehbar gewesen, so kleine Batterien und bla, jetzt ist mein Akku alle scheiße. Gut, ich lasse es mal so stehen, ihr seht unten noch meine Antworten. Ich mache mich da einfach nur noch lustig drüber über solche Leute, weil das ist für mich, er guckt meine Videos nicht, das weiß ich, er ist rassistisch gegen die Sprache, gegen Sachsen und so. Was ist das? Das ist doch ein Hund, ist das ein dreckscher Hund, ist das? Hört nicht auf sich, Wichser, macht eure Experimente, guckt Leuten zu, die Experimente machen und nicht nur plappern und irgendwie, vergiss es. Ich habe jetzt zwar viel geplappert, aber ich habe auch viel gemacht. Ne? Gut, in diesem Sinne, lasst knacken, lasst euch nicht verarschen und vor allen Dingen, das Allerwichtigste, verarscht euch nicht selber. Das ist ganz gefährlich. Ne? Tschüssi.